Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Commented Collection. Heute stellt Kartenecke mal einen kleinen Teil seiner, Schrägstrich, ihrer Sammlung vor. Und was die Jungs so zusammengetragen haben und wie sich das Video und der Kanal von den beiden so macht oder von den dreien, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am Sortieren. Ich habe mir 78 Booster Rise of the Duelist gekauft. Da gibt es übrigens kein Opening dazu. Das habe ich einfach für mich aufgemacht. Ich habe irgendwie 3 Secrets und 6 Ultras oder so gezogen. War nichts Großartiges, 40 Euro insgesamt, also ihr habt nichts verpasst, keine Sorge. Und heute wollen wir uns mal die Sammlung von Kartenecke angucken. Das sind ein paar Jungs, die hier zusammen den Kanal schmeißen. Und zwei von denen haben jetzt einen kleinen Teil ihrer Sammlung mal vorgestellt. Es ist ein bisschen was in Toploadern, ein bisschen was in einem Ordner drin. Und wir werden uns jetzt einfach mal anschauen, was da so dabei ist. Am Ende gibt es natürlich auch nochmal ein Fazit kommentiert. Haben die das Ganze selbst? Also wir werden uns erst wieder am Ende des Videos hören und wie bereits gesagt zu einem Fazit. Und ja, ich würde sagen, Film ab. Servus House of Cards und Servus House of Cards Community. Wir sind der YouTube-Channel Kartenecke. Uns gibt es seit circa 4 Monaten. Wir bestehen aus 3 Leuten und wir machen Videos bestehend aus GOAT-Format, also Yu-Gi-Oh! Bis 2005 in Sachen Duellen, Openings, ab und zu neueres Zeug, wie jetzt zum Beispiel Toon Chaos oder Eternity Code. Und falls wir Post bekommen, nehmen wir das natürlich auch auf und zeigen euch, was wir da so Schönes gekauft haben. Ja, und in dem Sinne werde ich jetzt nochmal kurz erklären, wie das Video ablaufen wird. Dann legen wir direkt los für unsere Sammlungsvorstellung. Wir sind heute 2 Leute. Ich werde den Anfang machen. Ich werde OVP-Produkte zeigen, die ich gesammelt habe bzw. gekauft habe. Danach kommen ein paar Einzelkarten, die relativ teuer vom Value sind. Und danach kommt noch mein Ordner. Ja, und dann legen wir mal direkt los. Und zwar mit 2 schönen Champion Packs. Einmal Champion Pack 2 und einmal Champion Pack 4. Hier haben wir 2 Special Editions, einmal von Abyss Rising und einmal von Generation Force. Die müssten beide, soviel ich weiß, ca. 2011 bis 2012 erschienen sein. Dann haben wir hier noch ein paar schöne Einzelbooster. Einmal ein Cyber Dark Impact English First Edition. 2 Power of the Duelist First Edition, dann ein paar OTS Packs. Ja, hier haben wir noch 4 Oldschool Booster in Anführungszeichen. Das sind halt Reprints aus der Gameboard Edition von 2011 oder so, sind die rausgekommen. Das sieht man hier oben an den Kanten, also wie das geschnitten ist, ist nicht mehr so schön wie bei den alten Boostern, wie hier zum Beispiel. Ja, die sind halt abgewogen, die habe ich behalten. Die sind ja halt trotzdem schön, muss man sagen. So, haben wir hier noch ein Shadow of Infinity English, unlimitiert. Und noch ein Pharaoh Servant. Dann haben wir ein Duelist Pack Saint Truesdale. Dann haben wir hier jede Menge Duelist Packs, Dimensional Guardians, die sind aber glaube ich nichts wert. Mal schnell durchgehen. Dann haben wir hier noch eine Special Edition Light of Destruction. Hier ist leider die OVP kaputt gegangen. Deswegen habe ich es hier halt jetzt noch in der Plastikfolie immerhin. Weiß man zumindest, dass die ungewogen sind. So, und hier haben wir noch jede Menge Astral Packs. 7. Und ein Booster Legendary Duelist Sisters of the Rose. Haben wir hier einen dunklen Magier aus dem LOB in First, in wirklich Nirmint, der hat vom Zustand her gar nichts. Und zusätzlich einen Drachenmeister Gaia, auch First, aus dem LOB. Hier ist leider oben die Schrift ein bisschen abgerieben oder so. Ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann. Ansonsten ist die Karte aber auch wirklich top mit.
Dazu gibt es eine ganz witzige Story. Die zwei habe ich zufälligerweise auf eBay ersteigert für den lächerlichen Preis von 38 Euro. Man hat halt auf dem Bild nicht gesehen, dass die First sind, und die Frau, die das verkauft hatte, hatte anscheinend auch keine Ahnung, was die für einen Wert haben. Sonst hätte sonst wäre diese Sammlung bestimmt nicht so günstig rausgegangen. Das war auf jeden Fall echt gutes Glück, was ich da hatte. Dann geht's weiter mit einem Valkyrion Magnetkrieger. Auch niemand aus dem Retropack 2. Der ist vom preislichen her, glaube ich, bei so 130 Euro mittlerweile. Das ist schon krass, aber ich meine, davon gibt es nicht viele in einem guten Zustand aus diesem Pack, deswegen sind die auch so teuer. Machen wir weiter mit einem Regenbogen-Neos aus dem Phantom Darkness in First. Auch niemand. Der ist preislich, glaube ich, bei 80 bis 100 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist halt die erste Ghost Rare, die ich hatte. Und von meiner alten Sammlung eine der letzten Karten, die ich wirklich behalten habe, weil die halt so ein bisschen, gefühlsmäßig einen Wert hat. Und das ist halt, Nostalgie, finde ich, wenn ich die Karte sehe. Chinzen First aus dem PSV. Der ist leider nicht Near Mint, der ist nur Excellent. Chinzo ist halt, ein Klassiker. Ein Klassiker, ja. Haben wir hier einen rechten Arm der Verbotenen aus dem LOB in First in Niemand. Die müsste preislich bestimmt auch bei 60, 70, 80 Euro liegen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe die Preise schon länger nicht mehr nachgeguckt. Ein Elementarheld Chaos Neos in First Edition aus dem Gladiator's Assault. Den finde ich fast sogar noch schöner wie die Ghost Rare Version, weil der eben richtig geil glitzert. Ich weiß gar nicht. Es ist halt immer schwierig mit den Magnetholdern, ne? Weil das ein bisschen spiegelt. Aber man erkennt es trotzdem ganz gut, denke ich. Dann haben wir einen Dark Paladin aus dem MFC in First. Ja, die Karte habe ich gekauft damals. Hab gedacht, die ist Niemand. Allerdings hat die hier hinten einen schönen dicken Knick. Von vorne sieht man es nicht. Da sieht die Karte wirklich gut aus. Aber es ist sehr schade. Weiter geht's mit einem Cyberdrachen. Ein First Ultimate aus dem Cybernetic Revolution. Dazu gibt es auch eine relativ witzige Story. Also ich muss dazu sagen, ich kaufe meine meisten Karten auf eBay Kleinanzeigen oder auf eBay als Auktion und mache da halt meistens relativ gute Schnapper. Hier habe ich eine Sammlung, die nichts gekostet hat. Da gibt es ja manchmal so Leute, die stellen die rein, gekauft. Habe halt nur den Versand bezahlt. Sie hat mir diese Sammlung zugeschickt. Das waren 90% gefälschte Karten drin. Ja, und zwischendrin war die halt einfach drin gelegen. Die ist vom Zustand nicht ganz Niemand. Die hat hinten einen kleinen Badger und hier oben halt auch einen weißen Rand. Aber ich meine, dafür, dass ich nichts bezahlt habe, kann man für die Karte echt nichts sagen. Aber das ist halt auch eine Cyberdrache früher, GX-Era auf den Turnieren. Jeder wollte die Karte haben. Ja, da wird man einfach glücklich, wenn man das sieht. Jetzt haben wir hier drei PSA-Karten, nämlich einmal einen PSA 9, Blue Eyes Alternative White Dragon aus der Rarity Collection 3 oder 2. Das ist halt, finde ich, auch eine ultra schöne Karte, weil der Ghost Rare Effekt hier wirklich geil zum Tragen kommt. Dann haben wir hier einen Rishav, die finstere Existenz, in Englisch Near Mint bis Mint 8. Das ist halt auch eine Karte, die habe ich früher selber gezogen, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich sie mit direkt mal in PSA mit. Ich weiß, House of Cards, du bist nicht so der Fan von PSA-Karten, aber ich finde, wenn man wirklich Karten hat, die man einfach aus Nostalgiegründen haben möchte, dann kann man sich da schon mal eine PSA-Version gönnen, auch wenn sie halt sündhaft teuer sind. Ja, und als letztes haben wir hier noch eine Allure Queen, Level 7. Aus dem Cyber Dark Impact in First in PSA 9. Da haben wir hier einen Buster Klingenkämpfer. Das spiegelt ein bisschen. Buster Klingenkämpfer in First aus dem PSV in Niemand. Einen legendären Fischer aus dem PSV in Niemand. Eine Exodia, die verbotene First Edition aus dem LOB. Die hat leider einige Butcher. Ne? Die ist vom Zustand nicht mehr so top. Ein Slifer des Sky Dragon oder Slifer den Himmelsdrachen aus dem Jump. Die Karte war mal relativ teuer, aber ist, glaube ich, mittlerweile auch auf 30 Euro oder so runtergerutscht. Sehr schade. Ein Elemental Magmaneos, den ich selber gezogen habe
aus dem Tactical Evolution. Auch eine der wenigen Karten, die ich behalten habe damals, als ich meine Sammlung verkauft habe. Einen Horus Schwarzflammendrachen Level 8. Der ist, ja, good bis excellent vom Zustand, aber es ist halt auch, ja, eine Karte, wo man sagt, jo, die muss man eigentlich in der Sammlung haben. Azura Priester, da brauchen wir halt viel drüber zu reden. Das ist halt eine Karte, das war die erste Super Rare, die ich jemals gezogen habe aus dem Booster. Also Legacy of Darkness war auch allgemein das erste Booster, das ich jemals bekommen habe. Und da habe ich die halt rausgezogen. Hier haben wir noch einen letzten Krieger des anderen, eines anderen Planeten. Einen Torwächter aus dem Metal Raiders in Unlimitiert. Einen Drachenfluch aus dem LOB in First Nemend. Nochmal ein Reshaff. Eine mystische Elfe aus dem LOB First Nemend. Schwarzes Loch LOB First Nemend. Eine Fallgrube First LOB Nemend. Dann einen Schreckensensenernter aus dem Retropack 2. Der ist gar nicht mal so teuer dafür, dass er aus dem Retropack 2 kommt. Ich glaube, der liegt bei 30, 40 Euro vom Wert. Einen finsteren bewaffneten Drachen aus dem Phantom Darkness. Und dann haben wir noch eine Bestie von Talavar, ein First aus dem PSV. So, jetzt geht's gleich weiter mit den Ordnern. Dafür stellen wir um und ja, dann machen wir den Cut. Wir fangen jetzt an auf der ersten Seite. Und zwar gleich als allererstes oben links eine Venominaga Gottheit der giftigen Schlangen First Edition aus dem Tactical Evolution. Und zwar ist das ein Misprint. Fokussier, das sieht man ganz gut. Hier ist der Secret Rare Effekt irgendwie ein bisschen verstanzt, wodurch es so ein bisschen verschwommen wirkt. Die habe ich auch durch Zufall auf eBay Kleinanzeigen entdeckt und für die habe ich, glaube ich, auch nur 20, 30 Euro bezahlt. Also da habe ich definitiv auch einen guten Deal gemacht. Dann haben wir noch einen Dark Paladin aus dem DMG. Den hole ich jetzt aber nicht extra raus. Als nächstes haben wir hier eine Seite fast voll mit Ghost Rares. Die meisten Karten haben einen relativ hohen Wert, sind auch vom Zustand meistens Near Mint oder zumindest Excellent. Zu erwähnen ist hier halt der schwarze Rosendrache in First, den ich in der Sammlung gekauft habe. Für die komplette Sammlung habe ich 500 Euro bezahlt und allein der schwarze Rosendrache hat den Wert halt wieder drin, sag ich mal. Da waren jetzt zum Beispiel auch noch der heroische Champion, die Wandelsterne hier und ein Aufrichtig und ein Elementar halt Chaos Nears dabei. Und noch jede Menge anderer geiler Stuff. Ultimates, Astralpack und so weiter und so fort. Als nächstes haben wir hier eine Seite komplett mit Ultimates. Auf die bin ich besonders stolz. Nebelkönige, das ist so mein Ding. Also ich liebe das Artwork von der Karte. Deswegen habe ich mir da direkt mal 6 Stück in Ultimate rangeholt. Und noch 2 Stück in Secret Rare. Eine Trickster Lycoris habe ich mir noch gegönnt, die ist auch relativ schön. Und auf der rechten Seite haben wir halt 2 Cyber-End-Drachen, Ultimate First und einen Cyber-Zwillingsdrachen. Die sind vom Preis her auch relativ hoch mittlerweile, ich glaube bei 70, 80 Euro. Und hier noch ein 1000-äugiges Opfer aus dem OCG. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Pack der kommt. Aber die Karte ist halt auch wunderschön. Hier haben wir dann Raviel, Herr der Phantome in First. Und noch einmal in Unlimitiert, den habe ich selber gezogen, aus einer Special Edition. So viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben. Dann hier noch sehr schön, ein Kristallungeheuer Saphir Pegasus. Und 2 antike Antriebsgolems. Das sind halt alles Secret Rares aus der GX-Ära. Ich glaube, das erste Päckchen, wo wieder Secret Rares drin waren, war Strike of Neos. Und bis Light of Destruction. Da versuche ich alle Secret Rares zusammenzusammeln. Die meisten sind vom Value noch relativ gering. Zum Beispiel hier der Königshai der Unterwelt oder der Hirnschädelfisch. Zungenbrecher, die gehen alle nur ein paar Euro. Also nichts, was vom Wert jetzt ultra krass ist. Aber zum Beispiel der Elementar Plasma Weiß, den gibt es auch aus der Tin. Der ist aber in First Edition aus dem Gladiator's Assault. Der ist vom Preis her, glaube ich, bei 30, 40 Euro. Und ich denke mal, die werden mit der Zeit auch noch steigen. Zu erwähnen, oben links der Urteilsdrache in First aus dem Light of Destruction ist sehr schön. Und dann habe ich hier nochmal denselben Misprint wie bei der Venominaga beim Cyber-Finsternis-Einschlag. Hier sieht man auch, wenn man genau hinguckt, dass der verschwommen ist, also der Secret Rare-Effekt, eben weil das meiner Meinung nach
falsch gestanzt wurde, also ein bisschen versetzt. Ist auch ein richtig cooler Missprint. Auf der rechten Seite haben wir blauäugige weiße Drachen. Oben links aus dem LOB, dann einen aus der TIN und rechts einen aus dem Retro Pack 1. Und in der Mitte ist noch eine Exodia aus der DDS. Die ist im Moment ja auch krass am Steigen vom Wert her. Die habe ich noch bekommen für 80 Euro. Aber die liegt, glaube ich, mittlerweile auf Cardmarket schon bei 150 Euro. Und ich glaube, da wird noch ein bisschen was gehen, wenn man bedenkt, was der weiße Drache aus dem DDS oder der dunkle Magier gehen. Die sind ja mittlerweile unbezahlbar gefühlt. Hier haben wir noch ein bisschen OTS-Stuff oder Astral-Pack, wie den Gaga-Cowboy oder das feierliche Urteil. Und dann noch First Editions, halt Ultra-Rares aus alten Boostern wie Legacy of Darkness oder Pharaonic Guardian. Die sind halt vom Value relativ gering, die kriegst du noch für 2-3 Euro pro Stück oder noch günstiger. Ich habe das ganze Paket, also alle Ultra Rares hier habe ich für vielleicht 20 Euro bekommen. Das war echt cool. Auf der Seite haben wir hier in der Mitte eine Satellitenkanone aus dem Champion Pack 1. Die ist vom Wert her, glaube ich, bei 20-30 Euro. Der Blue Eyes White Dragon unten links aus dem Jump liegt bei 60 Euro. Der Kuras Lichtmonarch ist halt auch aus dem OTS-Pack und verdammt schön, deswegen habe ich mir den rangeholt. Hier oben haben wir noch dreimal in First schwarze Totenkopfdrachen aus dem Metal Raiders und ein Dark Magician Girl aus dem Legendary Collection Yugi's World. Und hier haben wir nochmal eine Seite, wo alles ein bisschen gemixt ist, weil ich keinen Bock hatte, das zu sortieren. Sehr schön oben links in der Mitte der Ring der Zerstörung. Aus dem Duelist-Pack Kyber. Der Meister von Oz ist auch ganz cool. Aus dem SOD in First. Oben rechts haben wir dann auch noch Raigekis. Zwei Stück, das sieht man gar nicht so gut in der Kamera. Muss ich mal gucken, wie ich das reinhalte. Die sind halt auch aus dem OTS 2 und die Sündenbäcker aus dem OTS 8. Da muss ich halt dazu sagen, die sammle ich halt sehr gern, weil es jetzt eben keine Ultimates mehr gibt. Die sind halt vom Value auch nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig. Und sind extrem schön. Das kommt noch dazu. So, weiter geht's mit dem nächsten Ordner. Weiter geht's. Mein zweiter Ordner, da ist so gut wie nur Oldschool-Stuff drinnen. Also bis maximal Light of Destruction. Zu erwähnen ist hier oben der Chaos Imperator Drache. Man kann durch die Spiegelung nicht so gut erkennen. Der ist aus dem Invasion of Chaos, unlimitiert, aber in Deutsch. Den habe ich halt auf dem Flohmarkt mal für 2 Euro mitgenommen. Ist vom Zustand her leider nicht mehr so gut, aber für den Preis sagt man da, denke ich mal, nichts. Eine Lily unten in First. Und nochmal ein Magmaneus aus dem Tactical Evolution. So, hier haben wir jetzt eine komplette Seite mit dreihörnigen Drachen, Schlangennachtdrachen und Drachenmeister Gaia. Davon sind ein paar First. 3 Stück habe ich vom Serpent Night Dragon. Einen in Deutsch und 2 in Englisch. Dann hier einmal 5 schöne Torwächter. 3 davon in First. 6000 Drachen. Davon ist einer First. Und jede Menge Elfenzwillinge, die kriegt man halt irgendwie immer mal wieder so dazu. Oben links haben wir Jinzos unlimitiert und einen Ultimate. Auch keine Ahnung, wo der herkommt. Vermutlich aus irgendeinem japanischen Booster. Dann noch einen legendären Fischer in der Mitte in First. Auch sehr cool. So, hier ein paar Exodia-Teile. Alles halt unlimitierter Stuff, aber schön. Das gleiche Spiel nochmal. Hier haben wir Dark Paladins in dem Corrected Artwork, allerdings keiner davon in First, leider. Und noch einer in Secret Rare in der Mitte aus dem LCYW. So, hier ist ein bisschen Stuff noch, aber halt alles nichts Besonderes. Hier sind jetzt noch ein paar Ultimate Rares, die sind vom Zustand meistens gut, aber die linke Seite bei den Fusionen zum Beispiel, ja, die haben halt meistens an Butcher. Nochmal Ultimates. Die Elementarherrin Doriado, die ist ja auch relativ teuer, die liegt glaube ich bei 90 Euro oder so. Dann haben wir hier jede Menge Tintzeug und Special Editions hier. Der Sanguin oder der Superkriegslöwe, die kommen ja aus dem PP02. Ich glaube Premium Pack war das. Ja,
Hier oben rechts noch ein Gesicht des Todes in Unlimitiert und ja, jede Menge weiße Drachen, dunkle Magier und Rotäugige. Geht's weiter mit den Zauberkarten. Ja, hier noch ganz schön das Kraftbündnis und die Überlastfusion in Ultimate Rare First Element. Ein Blitzeinschlag und eine Wiedergeburt auch aus dem OCG. Ein paar Fallenkarten, nothing special. Und zum Schluss kommen wir jetzt dann nochmal zu ein paar OCG-Karten. Also hier ist jetzt zum Beispiel noch eine Collector's Rare aus der Rarity Collection 3. Hier haben wir noch einen Stardust Dragon, den nehme ich mal raus. Es ist halt so, dass die deutsche Version in First halt 1000 Euro geht oder so mittlerweile. Das sehe ich nicht ein zu bezahlen, deswegen habe ich mir einen in Japanisch rangeholt. Ich meine, ist an sich dieselbe Karte, bloß ist halt auf Japanisch. So, und auf der letzten Seite haben wir dann halt nochmal ein paar Ultimates und nochmal eine Satellitenkanone in Parallel Secret Rare. Ja, gut. Das war's von meiner Seite aus, von meinem Teil der Sammlung. Und jetzt kommt mein Kollege. Okay, dann bin ich dran, meine Sammlung vorzustellen. Was mein Kollege nicht erwähnt hat, dass unsere schöne Hintergrunddeko noch viel mehr beinhaltet. Nämlich hier auch zwei von den Generators Force Special Edition Displays, sage ich mal. Und die drei Storm of Ragnarok habt ihr schon gesehen. Ich bin der Deckbauer des Teams, deswegen ist meine Sammlung jetzt nicht so groß wie meinem Kollegen, aber trotzdem erwähnenswert. Ich kann ja kurz mal auf meine Decks schwenken. Okay, Freunde, das ist sozusagen mein Lebenswerk. Das sind ungefähr 70 Decks. Das, was im Karton ist, sind Decks im neuen Format und das, was unterhalb des Kartons ist, ist entweder Gold-Format oder Decks in anderen Formaten. Da, es gibt auch das 2002 Format und das ich habe auch ein neues Format erfunden. Riesendeck heißt es. Da packe ich 200 Karten in ein Deck und wir ziehen dann alle von einem Deck quasi. Das ist wirklich enorm witzig, das Deck. Wir haben ja einen aufrichtigen First. Leider nicht mehr im guten Zustand. Wir haben ja einen Rotaugendrachen, der ist auch nicht mehr im guten Zustand. Der Rest ist eigentlich ganz gut. Wir haben hier einen Sternschraubdrachen, leider nicht in First, der ist in gutem Zustand, aber nicht exzellent. Der ist Top-Zustand, der Herold. Der Gortz ist auch Top-Zustand. Dann haben wir noch einen majestätischen Rotaugendrachen, der ist First. Der ist aber ja auch gut bis exzellent. Und der Regenbogen Neos, der ist auch exzellent. In der Mitte ziert natürlich die DDS Exodia. Wie mein Kollege schon erwähnt hat, die wird im Wert steigen. Und falls sich jemand fragt, was das ist einfach der Sinnbild meines Charakters. Der Name steht für alles, für was ich auch stehe, deswegen passt die perfekt auf die Frontseite. Gesicht des Todes in First, in mindestens excellent. Der Yatagarasu ist auch excellent. Ilblab, also das ist alles First. Der Ilblab, der ist Niermint. Der antike Antibs-Golem, auch, das ist der Ultimate, falls man es sieht, auch First, Niermint. Das ist das Schmuckstück meiner Sammlung, die Exodia in UPB1. Das muss man heutzutage erstmal finden, so ein schön. Und Niermint ist es noch dazu, also perfekt. Wir gehen mal kurz auf die Venom Naga ein. Da habe ich nämlich mit meinen Kollegen schon öfter Streitigkeiten gehabt oder Meinungsverschiedenheiten, in welchem Zustand die Dame jetzt ist. So, schauen wir uns die mal kurz an, weil man sieht ja, die Centering ist nicht so gut, aber sonst hat die vorne nämlich nichts. Der Knackpunkt da hinten ist einfach nur die obere linke Ecke und die untere linke Ecke und hier die Ränder. Man sieht hier, wie weiß die sind. Also ich habe eine ganz klare Meinung, was das ist, aber das dürft ihr oder sie, Herr House of Cards, mal gerne für mich klarstellen. Sie haben ja da sehr hohe Ansprüche, deswegen vertraue ich mal auf ihr Wort. So, der Blue Eyes, den gibt es nicht in First. Muss man erstmal lesen. Das ist der Odin, der ist auch First. Und das ist der Starlight Red Dragon. Nablicht heißt er, glaube ich, in Deutsch. Dann haben wir ein paar Karten, die ich vielleicht schon, ihr von schon kennt von früheren Videos. Nämlich den Victory Dragon.
Der Kalbermann, den habt ihr ja gesehen, in welchem Zustand er ist, gar nicht mal schlecht eigentlich. Und die Lilly, ja, da, die ignoriere ich jetzt mal. Dann haben wir zwei Chaos-Imperator-Drachen, nämlich einmal den IOC First, Englisch, und den Ultimate Rare. Dann haben wir den Satellitenkanone, dann den Phönix in Ultimate, den Einbildungsunterwälder in Ultimate und den Schlangennachtdrachen, der ist First und Deutsch, aus dem SRL wohlgemerkt. Also ein bisschen teurer als der andere. Dann wird es preistechnisch etwas günstiger, wir haben den Skull Dragon aus dem BPT und den Torwächter aus MRDF First, die beiden gehen noch ein bisschen was. Der Heilige Phönix in First ist erschreckend günstig, der Hummingbird sieht einfach super sexy aus, Nebelkönig, weil einfach Nebelkönig cool ist. Und der Arcane Magier, der ist exzellent. Da hat man ja im Video gesehen. Das ist aber wirklich, von Ultimates her, ist das eine der schönsten Karten, wie ich finde. Dann haben wir hier ein paar Ringe. 5 Stück an der Zahl. Bisschen ungerade vielleicht, aber das reicht fürs Erste erstmal. Der Kartenvernichtungsvirus ist nicht so top-Zustand, aber ich wollte einfach mal einen haben. Sündenbock, wie schon vorhin erwähnt, enorm schön. So, dann ein paar Magier, wie ihr auch welche im Video gesehen habt, da aus dem Gameboy-Spiel. Die zwei sind unlimitiert und der Rest hier zwei Phantasmes, aber aus dem Reprint. So, dann gehen wir langsam schon in die Deckgefilde. Hier noch der antike Angriffsgolem aus dem TLM, aber man sieht ja schon von weitem den Zustand. Also den kann man höchstens im Deck spielen, wenn man Lust drauf hat. Die Blue-Eyes-Karten sind erschreckend teuer, also der Searcher kostet 40 Euro. Den habe ich auch mehrfach, also viele Karten, die ich euch jetzt zeige, habe ich mehrfach. Aber es wird den Ordner sprengen wahrscheinlich. Seelen der Magier, die kostet auch 20 Euro. Die Karte ist seit Master Roll 5 auf 50 Euro hochgestiegen. Der Magnight ist einfach eine enorm starke Karte und die ist der hier kostet mittlerweile auch 35 Euro. Ist halt, Helden sind halt beliebt. Nibiru hier habe ich dreimal für Side-Deck perfekt. Die waren auch schon mal teurer. Den Gizmec, der ist noch nicht gesunken, der kostet 17 Euro. Das hier ist eine Ultimate, Einbildung einer Welt, da die wird garantiert nicht sinken. Das Schloss ist enorm gesunken. Der hier als Ultimate sieht enorm sexy aus. Apollosa habe ich 3 Stück aus dem OCG, warum nicht? Und der Lancelot hier, eine super nützliche Karte, die entsprechend teuer ist, 8 Euro gefühlt. 2 Lightning-Stürme spiele ich im Deck, ist halt eine gute Karte. Kaliberschwert habe ich auch 4 Stück, glaube ich. Außerdem Zweikampf, die alle 3 Reprints kosten mittlerweile über 20 Euro und die Karte habe ich 5 Mal. Also da geht schon einiges. Und die Galaxie-Augenkarten sind auch unverschämt teuer. Der Searcher hier kostet 30 Euro das Stück. Die Mais hier habe ich 3 Mal in Ultimate Rare, aber nur für Stack, deswegen ist der Zustand, wie man hier schon sieht. Die hier habe ich frisch gezogen, wie man im vorherigen Video oder in einem der vorherigen Videos sieht. Hier die Infinite-Karten haben nie Reprints erhalten, deswegen kostet die auch 15 Euro. Der Gizmec habe ich 2 Stück von gezogen, wie ihr im Video gesehen habt. Cybernotfall war ja früher auch immens teuer. Und der nächste ist immer noch teuer. Ich glaube, die teuerste Karte im ganzen Cyberdrachen-Deck, wenn du den Drama haben willst. Und noch ein paar Gold-Karten. Was habt ihr hier? Der hier kostet auch mittlerweile 20 Euro. Opfer, alle 3 in Secrets. Der hier ist First. Der sieht richtig schick aus. Dann haben wir noch einen Überläufer. Ein Pot of Greed. Elegante, beides in Secret Rare. Dimensionsfusion und Kartenzerstörung ist auch in Secret Rare. So, da gibt es nicht mehr so viel Schönes, aber ich möchte noch einen, was wirklich Schönes zeigen. Ah, das habe ich ganz vergessen. Wir können mal hier schauen, hier gibt es eigentlich nur die 2, die erwähnenswert sind, hier der Gaia noch vielleicht. Aber hier die 2 kosten auch mittlerweile die ganzen Elementarheldenkarten von früher. Ist alles ein bisschen teuer geworden. Ich habe so eine krankhafte Angewohnheit von mir, nämlich Karten zu sammeln, die man eigentlich wegschmeißen sollte. Da sieht man das Schönes. Die 3 sind vollkommen im Eimer. Man hat den Schlangennachtdrachen, der ist noch viel zu gut für die Seite eigentlich. Man sieht ja schon, wie abgeranzt der Cyberdrache ist. Und der dreihörnige Drache, der wurde wirklich wunderschön in Wasser getaucht. Also der... ich zeige euch, glaube ich, mal den Shinzo. Weil den Shinzo, man sieht hier hinten... Ich habe eine andere Karte hinten reingepackt, weil ohne eine Stabilisierung von hinten würde der auseinanderfallen. Das ist echt mein Schmuckstück. Das O-Mod kann ich kurz erzählen. Ich habe eine Karte aus Italien bestellt, die Karte kam nie, dafür hat mir der Typ das O-Mod geschickt. Deswegen behalte ich die. Das wäre es dann von meiner Seite aus.
Wenn euch interessiert, wie viel es ungefähr wert ist, wenn ich das alles zusammenzähle ohne das, die ganzen Decks, würde ich sagen, dass es ungefähr bei mir 4.000 Euro sind und beim Kollegen in etwa 12, das kann man ja schlecht sagen. Dann sehen wir uns hoffentlich auf unserem Kanal wieder und ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Schaut gerne vorbei und lasst ein Abo da. Tschüss. Ciao. Ja, meine Freunde, da wären wir wieder in meiner Bude sozusagen und ja, wir wollen uns jetzt mal angucken, wie war denn das Video, wie ist denn so allgemeine Qualität, wie geben sich die beiden, was kann man im Allgemeinen dazu sagen. So, zunächst mal zur Videoqualität, die ist recht mittelmäßig, also es ist keine sehr gute Kamera, die die beiden da verwenden, aber sie ist auch nicht zu schlecht, sie ist absolut ausreichend, man kann sich das, was die beiden machen, eigentlich ganz gut geben. Ich bin jetzt niemand, der da schreiend wegrennt, nur weil es ein bisschen ja, kriselt sozusagen, wenn man so möchte. Die Umsetzung des Ganzen, also die beiden sind auf jeden Fall relativ sympathisch. Den dritten im Bunde, den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay, ich habe die zwar abonniert, ich habe aber noch nicht allzu viel von ihnen gesehen, weil sie recht wenig Stuff in meiner Richtung machen. Vielleicht habe ich den dritten verpasst, keine Ahnung. Jedenfalls, die beiden machen das auf jeden Fall äußerst gut. Sie sind sehr sympathisch. Ich wurde sogar gesiezt. Ja, wer hätte das denn gedacht? Das habe ich noch nie erlebt. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt mich hier auch jederzeit duzen. Ne? Also zwar schon recht schmeichelhaft, so respektvoll behandelt zu werden, aber ihr müsst mich wirklich nicht siezen. Nein, also das muss nicht sein. Aber wie gesagt, von der Umsetzung her eigentlich ganz gut. Die haben das auch recht ordentlich vorgeschnitten, also da musste ich gar nichts mehr machen. Sehr cool. Umso schneller erfolgt auch hier die Nachbearbeitung. Dann kommen wir zum Ordner. Der Ordner ist an sich schön aufgebaut, natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also ich persönlich sammle ja nicht mehr in Ordnern. Das hat schlichtweg den Grund, dass halt, ich weiß nicht, Ordnerseiten sich schlecht so aufbauen lassen, dass jede Karte so zur Geltung kommt, wie sie eigentlich zur Geltung kommen sollte. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sammelt. Man kann entweder eine komplette Doppelseite voll mit nur einer Karte hauen oder eine komplette Neunerseite voll mit einer Karte hauen oder Playsetweise sammeln oder man kann auch immer nur eine Karte sammeln, whatever. Aber egal, wie man es macht, es sind ja immer in der Regel mehr Karten auf der Doppelseite oder mehr unterschiedliche Karten auf der Doppelseite. Und dementsprechend stehen sich die Karten immer gegenseitig, die schauen. Wenn man eine Doppelseite nur mit einer Karte voll hat, kann es sehr leicht passieren, dass das Ganze nur überladen und langweilig wirkt. Also deswegen sammle ich lieber in Magnethaltern und deswegen sage ich auch, im Rahmen der Möglichkeiten, die man mit einem Ordner hat, ist das Ganze doch schon recht schick aufgebaut. Dann noch zur Venomenaga. Du wolltest da ja eine Meinung zu haben, was den Zustand betrifft. Im Prinzip ist das noch Nirmend. Kleine weiße Stellen liegen hinten absolut noch im Rahmen. Allerdings definiert das auch wieder jeder ein bisschen anders. Für mich persönlich, mein persönliches Grading, sage ich mal, wäre hier schon exzellent. Also ich persönlich, sowas käme bei mir nicht in die Sammlung, diese weißen Ecken. Aber im Allgemeinen recht offiziell gesehen ist das noch Nirmend. Wenn du die zum Beispiel verkaufst, die kannst du jederzeit absolut ohne Gewissensbissen zu müssen das Nirmend verkaufen. Also da gibt's gar keine Diskussion. Dann kommen wir mal zum Kanalaufbau. Zunächst mal das Positive ist der Kanalbanner, der ist nämlich tatsächlich selbst erstellt. Das ist sehr, sehr schön. Individuelles Kanalbanner ist immer recht wichtig. Es ist nicht gut, wenn man sich einfach irgendein Bild aus dem Netz sucht und dann hier reinklatscht. Das fängt schon mal so ein bisschen im Blick. Man sieht auch hier, aha, Instagram, sehr cool, gibt's auch was. Auch die Scapegoats hier, sehr cool. Auch das Kanal-Logo hier, also das Profilbild in Anführungszeichen, sehr schön, KI für Kartenecke, auch cool gemacht. Schlicht, aber schön. Das Einzige, was halt schlecht ist, ist der Kanalaufbau. Ihr habt hier einfach nur diese Upload-Leiste, ihr habt keine Playlist, ihr habt keinen, wie sagt man so schön, Kopfvideo, also kein großes Video, das hier oben zu sehen ist, wo halt schon mal direkt das Interesse geweckt wird. Das sieht alles sehr, sehr leer aus und wirkt nicht einladend und viele werden da auch bestimmt, wenn die auf euren Kanal kommen, direkt wieder wegklicken, denn das wirkt halt immer so wie dieser typische unprofessionelle Eintagsfliegenkanal, ne? Ist halt einfach so. Wenn man jetzt hier mal auf die Playlists geht, ihr habt ja Playlists da, ihr könnt ja jederzeit auf eurer Seite manifestieren sozusagen, dass man die direkt auf der Frontseite schön untereinander gelistet sehen könnt. Das könnt ihr unter den Kanaleinstellungen machen, beziehungsweise auf eurer auf der Seite selber, also ihr müsst dafür nicht mal in die Einstellungen gehen. Was hier noch zu sagen ist, sind natürlich die Formate, oder darauf könnte man zumindest noch eingehen. Wir haben hier zum Beispiel das Modern Deck Profile, dann haben wir Goat Deck Profile, Goat Format Matches, also hier ist wirklich alles so ein bisschen auf Spielen ausgelegt. Okay, wir haben auch Mail Days, das ist vielleicht ein bisschen eher was für Sammler.
Opening, klar, Standardformat hat jeder und ein bisschen Pokémon ist auch noch mit dabei. Alles in allem ist das halt eher ein spielerorientierter Kanal, dementsprechend für mich persönlich eher was für zwischendurch, wenn ich mal ein bisschen Abwechslung haben möchte, nichts, was ich mir jetzt wirklich regelmäßig angucken kann. Aber ich denke mal, es ist eine recht ausgewogene Sache und inhaltlich wird hier einem, vor allen Dingen den Spielern, einiges geboten. Inwiefern die Aussagen und Videos der beiden wirklich kompetent sind, kann ich aufgrund der Tatsache, dass es dabei um Spieler-Content geht, nicht sagen. Aber ich denke mal, es wäre auf jeden Fall wert, hier mal einen Blick zu riskieren und vielleicht ein Abonnement dazulassen. Ja, das soll es auch wieder gewesen sein an der Stelle mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Commented Collection. By the way, falls ihr eure eigene Sammlung mal einreichen wollt, schreibt mir bitte eine E-Mail. Da kann ich euch dann alles weitere erklären. Im Prinzip müsst ihr nur das Video machen. Ihr müsst es bei euch hochladen, auf nicht gelistet stellen und mir den Link per E-Mail senden. Fertig, mehr ist nicht. Den Rest mache ich und ihr müsst noch entscheiden, ob ihr es von mir kommentiert haben wollt oder selber kommentieren wollt. Das ist natürlich auch noch wichtig. So, also falls ihr das tun wollt, tut euch keinen Zwang an, schreibt mir eine E-Mail. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.